Hallöchen, Leute. Willkommen bei einer neuen Folge der Blechkopf und das Blumenmädchen. Diesmal Part 4. Und ihr seht das Blumenmädchen gerade nicht. Ich bin mittlerweile in der Knappenrüstung und wir sind auf unseren eigenen jeweiligen Schiffen. Wir haben noch gestern reichlich gefarmt und ausprobiert, nur um dann hinterher auf Reddit mal zu lesen, dass wir den Bossgegner noch gar nicht schaffen können, weil der Stufe 10 ist und wir mittlerweile maximal Stufe 5 Equipment haben. Und die Rüstung Level 5, Armor Penetration Level 5, das ist quasi die Stufe, die das jeweils hat. Und dementsprechend gut sind die Waffen. Aber wir können jetzt Fuel auftanken, indem wir, weil die ja wahrscheinlich auch vor dem Cockpit ist auch so ein kleiner Raum mit so einer Fuel-Anzeige. Mhm. Da müssen wir Holz oder Kohle reinschmeißen. Ich tue erstmal einen guten Batzen Kohle rein und fuel das. Und dann nochmal ein gutes Stück Holz hinterher. Bis wir auf ungefähr 300 kommen. Ich packe Leute noch ein bisschen mehr rein. Sicher ist sicher. Wir jetzt bei 532. Und das reicht, damit wir erstmal zum nächsten Planeten fliegen können. Das kann man nämlich von Anfang an. Okay, habe ich ebenfalls getan. Gut, und dann setzt du dich auf deinen Kommandositz. Sitze. Sehr schön, und dann drückst du ein paar Mal auf die rechte Maustaste. Ah, Sternenkarte. Und dann sind wir nämlich im Alpha-Sektor. Und da sind sogar ein paar Sachen verknüpft. Wir sind momentan, glaube ich, bei Alpha Fix 728, zumindest wird mir das als zentraler Punkt angezeigt. Genau. Und da gibt's einiges drumherum. Ich guck mir mal die roten Minions an, aber ich glaube, das dürfte ein bisschen Can't Land, ja. Ich glaube, die Farben sollen suggerieren, wie stark die Dinger sind. Das weiß ich nicht, aber ich siehst du, was ist es, südöstlich von uns Alpha Ortopedia 700, das ist bei mir eine Verbindung hin. Wollen wir uns Threat Level 1. Threat Level 1 ist ja langweilig. Und Threat Level 8. Mist, okay, gucken wir uns den nächsten an. Es führt auch was nach Nordwesten. Er zeigt dir sogar die Biome an. Ja, finde ich sehr cool. Threat Level 8. Moment, da war noch ein Mond dabei. Wir hätten dort einen Mond mit Threat Level 4. Das wäre, glaube ich, ganz gut, weil darauf kann man gut farmen, weil die sehr klein sind, soweit ich weiß. Dafür gibt es wenig Bäume. Das wäre Alpha Lyraine 7132 und dann der Mond davon. Wäre ein Schneemond. Aber dafür soll es da gut mehr Metalle geben. Moment. Ich habe jetzt hier Alpha Lyraine. Welche Zahl war das? 713. Mhm. Und dann den 2. Das ist quasi am Rand der Sonne. Ach, da hinten. Oh, den habe ich ja nicht gesehen. Und da haben wir dann den Mond, den mit der Zusatz zum A, das ist ein Schneebiom Stufe 4. Das müssten wir ja schaffen können. Schnee wird sehr kalt. Bin ich mal gespannt. Ja. Kälte stimmt. Du hast recht, Kälte ist vielleicht doof. Wir können ja noch ein bisschen weiter schauen, bevor was Humaneres finden. Aber ich würde echt gerne einen kleinen oder wir nehmen was mit viel Wald. Der vorne, der Planet Nummer 4, also im vierten Ring, der hätte einen großen mit ganz viel Wald und Level 5. Da könnten wir zumindest Holz sammeln, um hinter weiter reisen zu können. Da kriegen wir aber, glaube ich, ordentlich den Hintern versohlt. Ja, wir sind Stufe 5, also das ist genau das Level, für das wir ausgelegt sind. Das müsste eigentlich gehen. Ich hätte hier Biom Arid. Ich weiß nicht, was das ist. Arid ist trocken. Oh. So, ich finde Holz eigentlich schon Forest schon eine gute Wahl. Ja. Den Lyan 7134. Was meinst du, wollen wir? Na gut. Dann go. Jetzt kann ich das Fenster durch hier zur Seite schieben, dann sieht man nämlich unser Schiff losfliegen und putzig gemacht. Ja. Geil. Ich mag es jetzt schon. Mein Fuel hält danach noch ein bisschen, aber auch nicht so massiv weit. Aber das du musst halt natürlich den Zuschauern auch noch zeigen, dass wir die Schiffe ausgebaut haben. Da, das können also wir also eingerichtet. Wenn wir drüben sind, kann ich einmal auf deinen Zopf vorbeigucken und einmal bei mir zeigen. Ich habe nicht bei mir die Verarbeitungssachen alle oben ins Schiff geholt. Und wenn da viel Holz ist, müssten wir ja prinzipiell gut was farmen können, um da noch mehr zu erreichen. Ach, das gefällt mir. Vielleicht finden wir auch wieder irgendwo ein Dorf oder sowas. Jump complete. Fliegt aber ganz schön lange. Ja, bei mir sieht man schon, wie gesagt, ich habe die ganzen Arbeitssachen hier und einen Haufen Kisten. Ich habe auch unsere Metalle mitgenommen. Ein bisschen Reservekram. Und ich lande gerade... Ah, man sieht im Hintergrund sogar den Mond. Ist das geil. Ich bin da. Ich setze gerade zur Landung an. Ich komme einfach mal bei dir vorbei.
Der Herr hat hier nämlich sich eine Hightech-Station gemacht. Schöne ist, worauf schläft, schläft Pflanze von Welt? Auf einer Folterbank. Weil es geht. Und er lagert seine Dinge im Cola-Automaten. Spritzen im Cola-Automaten. Wissen wir Bescheid. Apropos schlafen, das sollte ich vielleicht auch noch machen. Aber das können wir auch unten noch machen. Oder ich denke, mein Bett ist bequem. Ja, aber es ist eine Folterbank. Es ist auch schön, was der Charakter dazu sagt. Wenn er nicht gerade selbst dran liegt. Was heißt, was sagt denn der so zum Stuhl? Disapproving. This is made from poor steel. Conan ankommt. Ja. Unbequem und kalt. Wer hätte das gedacht? Thoughtful. Human military tactics involve a lot of bravado. Indecisive. I can't decide what to buy. Analysis. The recycling process isn't fully functional, ja? Also, wir haben es ja letztes Mal noch ausgiebig festgestellt, die Charaktere haben quasi rassenabhängige Kommentare. Der Roboter analysiert halt sehr viel und gibt immer, das Blumenmädchen ist vielleicht ein bisschen dumm und lispelt ein bisschen. Nee. Flupp. Ich gehe mal schon mal runter zur Oberfläche. Das Blumenmädchen hier kann kein Englisch. So, Baumaterial. Ich hatte irgendwo Cobblestone Bricks. Können wir uns ja wieder ein kleines Haus hier drumherum bauen. Bevor mir die Cobblestone-Links komplett ausgehen. Wenn du Cobblestone brauchst, sag Bescheid. Ich habe noch genug davon. Ja, Cobblestone habe ich auch bis zum Umfall. Ich mache hier nur schon mal einen Crafting-Tisch, damit ich den dann auch neu, die Bricks halt machen kann. Weil die schön aussehen. Da habe ich vielleicht ein bisschen gedunkt. Egal, da haben wir jetzt eine besonders dicke Tür. Türbereich. Türen. Du bräuchst noch ein Feuerchen. Ja, kannst du gerne bauen. Ich weiß auch, wir brauchen dann gleich eine Hintergrundwand. Eine Plattform hin, dass man da nicht hochkommt. Oh, da haben wir direkt wieder Pilze. Du hast nur das normale Bett gemacht, nicht das schöne Eisenbett. Weil du das ganze Eisen hast. Ja, ich habe, glaube ich, sogar noch ein Eisenbett in der Tasche, also du kannst es direkt wieder abbauen. Oder wir nehmen das Eisenbett halt zum Mitnehmen. So. Ja. Upsi. So, fehlt uns jetzt noch irgendwas? Ich glaube nicht. Wir können eigentlich einfach mal losgehen, gucken, was hier so ist. Auf jeden Fall sind hier riesen Pilze. Und ich glaube, aus Pilzen kann man auch irgendwie... Nee. Ich denke, man wird daraus etwas craften können oder sie beheizen können. Außerdem mehr fliegende Dinge. Es soll übrigens bald ein Patch, also heute Nacht ein Patch kommen, der die Kosten für Rüstung und sowas runtersetzt, weil die sind ziemlich immens. Ja, dementsprechend bin ich, was Geld angeht, jetzt... Ja, das sind halt Stufe 5 Gegner, so wie wir auch. Dementsprechend bin ich, was Geld angeht, jetzt auch eher recht entspannt, denn das soll halt in Zukunft besser werden. Ich hätte jetzt schon gerne das schnellere Schwert. Sagen muss, so Pilze finde ich halt nicht so hübsch. Nee. Also irgendwie soll das nicht Forest sein? Ja, wahrscheinlich dann halt Pilz Forest, ne?
Da können wir von mir aus bald zum nächsten weiterfliegen und nur eine kleine Basis hier lassen. Huch, die sehen ja lustig aus. Oh, ich bin bald down. Ich sollte mal eine Bandage nehmen. Und wir sollten vielleicht den Pilz mitnehmen, weil den werden wir wahrscheinlich brauchen, um woanders hinzufahren. Die Pilze kann man auch verfeuern? Denke ich mal, würde ich jetzt vermuten. Weil im Endeffekt ist es ja der Holzersatz. Und wenn man auf eine Pilzwelt landet, muss man ja theoretisch gesehen eine Möglichkeit haben, wieder woanders hinzukommen. Außerdem sehe ich da schon irgendwelche Metalle im Boden, die sich lohnen mitzunehmen. Das dürfte direkt Silber sein. Ja, cool, wir haben hier direkt robotisch Silber. Man sieht halt, das ist eine bessere Welt. Da wird die mit besseren Metallen weiter oben. Und da sind auch mal Bäume. Wow. Aber wo will er denn hin? Ich weiß ja nicht, aber wenn er so weitermacht, baue ich ihn da jetzt einfach zu. Weil ich finde das auch cool, man hat wirklich die Waffen und die Rüstung, die man hat, gibt es halt rassenspezifisch. Was zum Beispiel bewirkt, dass ich halt aus dieser lustigen Knappe meine Waffen halt auch alle so ein bisschen ritterlicher aussehen, wenn er halt alle diese lustigen Blumenmädchen-Varianten hat. Und ich habe das Gefühl, mein Charakter sieht halt mehr aus wie so ein Skelett mit diesen rot leuchtenden Augen unter dem Ritterhelm. Ja, du siehst so ein bisschen komisch aus. Wie ein deprimierter Wikinger. Oh. Ah, hier gibt's gut Holz. Ah, die Welt ist echt hässlich. Wir sollten uns nächstes Mal vielleicht eine Welt nehmen, die nicht lila ist. Ich glaube, das konnte man nicht sehen, wir haben einfach nicht drauf geachtet. Oh, neue komische Gegner. Klingt so, als würde er furzen. Aber man sieht hier halt schon, jede Welt hat ihre eigene Monstergeneration. Die sehen hier halt ganz anders aus als alles, was wir auf der letzten Welt hatten. Allerdings. Nicht unbedingt hübsch, aber anders. Ja, macht das ganze Spiel auf jeden Fall sehr viel vielfältiger. Oh ja. Jetzt wäre es schön, wenn wir wirklich mal wieder Gebäude oder Zivilisation finden wollen. Weil ich würde gerne mal mit etwas handeln oder zumindest versuchen, da an etwas ranzukommen. Was besser ist als das, was wir haben. Es soll auch die Möglichkeit geben, schon Schusswaffen dann zu kaufen, zum Teil. Oh, ich wurde übrigens letztens beschossen. Da habe ich so einen Posten der Menschen gefunden, den habe ich ausgeräumt. Und die waren alle bewaffnet. Oh. So, hier haben wir direkt Gold, das lohnt sich auch. Wir sollten vielleicht gleich mal hier das Wasser ablassen. Denn wenn man unter Wasser ist, hört man vom Spiel nicht mehr allzu viel. Es geht aber auch nur bestimmt tief, also ich habe das mal weit unterirdisch versucht, da funktioniert ablassen leider nicht. Und was Metall angeht, ist die Welt hier schon gut, wenn wir hier oberirdisch schon Gold finden. Vielleicht sollten wir zwischendurch, ja, ich sehe es. Vielleicht sollten wir uns gleich einmal doch ein bisschen nach unten buddeln, einfach um ein bisschen danach zu suchen, bevor wir wieder abreisen. Ja, hier ist was. Ja. Rechts. Wo? Das ist sicher, dass das was ist? Oder können wir uns hier buddeln? Ja, das ist auch so ein Trick, den wir erfahren haben. Man kann, wenn man mit dem Standard-Arbeitetool irgendwo hinklickt, kann man sich quasi schon vorab zeigen lassen, wie es da aussieht, indem man halt einfach da hinguckt. Aber das ist nichts, das war nur Standardwand, die du hier gesehen hast. Das, na gut. Du wirst es was, ja. Ohoho. Und man kann sehr schön, indem man so die Seitenschritte sagt, wieder hochkommen, was? Ist leider nur Kupfer. Das sieht aber aus wie Gold. Okay. Aber gut, kommen wir ja trotzdem brauchen. War das, was ich gerade gefunden habe, auch Kupfer? Oh ja, stimmt. Okay, es war alles Kupfer. Das sieht auf diesem lila Untergrund aus wie Gold. Und unter uns ist direkt eine Höhle. Da können wir uns einfach mal durchbuddeln. Oh ja, guck mal. Direkt mal ein Dungeon mit Monstern drin gefunden. Warte mal. Bevor ich uns da durchbaue, will ich hier ein Stückchen drunter machen, weil dann fallen wir nicht so spontan. Oh, mehr Gegner. Oh, scheiße. Kannst du dir nicht abhauen? Ich muss mich jetzt nur verarzen. Die Dinger hier kann man wahrscheinlich abbauen. Oh ja, die kann man einsammeln. Geil. Mit der Spitzhacke.
erstmal finden. Ja. Warte mal, ich will mal gucken, ob ich den Hintergrund da auch abbauen kann. Ja, kann man theoretisch gesehen. Diese Goldstatue braucht echt lange. Kann, ob du die endlich aktivieren kannst, oder sowas. Metal Bars. Wie kann ich die nicht abbauen? Geh mal weg. Ja, ich auch nicht wirklich. Na, dann lassen wir sie da. Oder kann man den Boden da drunter, wenn man den abbaut, könnte es sein, dass sie einfach wegfliegen. Ja, geht doch. Er schreit da unten rum. Dann, oh, guck dir das riesige geile Goldbild da an. Übrigens, wenn man die Waffe zieht und in dem Moment, in dem sie blinkt, loslässt, dann macht man extra Schaden. So, ich kann den gefallen lassen. Oh, das hat ganz schön weh getan. Und das hat Knochen gebracht. Das haben wir. Ich hab's auch nein, gestaubt. Jetzt hast du den. Kann ich dir geben, wenn wir wieder oben sind? Oh Gott, ist hier viel los. Ja, wir finden bestimmt noch ein. Ja, ich sehe da schon den nächsten. Ich will aber erstmal hier ein bisschen Licht machen. Achtung, da kommt was. Ich gehe mal auf Nahkampf, geh du mal mit Fernkampf ran. Oh, der hat eine Waffe fallen lassen. Geil, endlich ein richtiger Dungeon. Ich bin begeistert. Und die haben jetzt so viele Bandagen gemacht habe. Ja. Ich will mal eben kurz die Waffe angucken. Crab Axe Stufe 7. Schlägt unheimlich schnell, macht dafür aber kaum Schaden. Okay. Oh, hier sind Kabel zum Teil mit in diesen Dingern drin, ansonsten sind sie dekorativ. Nein, das hat es doch gar nicht. Ich kann die Axt auf jeden Fall sehr schnell schlagen. Aber die andere ist viel geiler. Den Rückschlageffekt, den wir auf die haben, ist krass. Und die auf uns. Autsch, das war übel. Ja. Ich heile mich erstmal wieder, bevor ich komme. Welches Level sind die? Ich habe nicht drauf geachtet. Oh, ich habe ein Stimpack, den könnte ich auch gleich zum Heilen nehmen. Regeneration ist natürlich besonders schnell geheilt. Aber das dürfte funktionieren, dass ich hier per Beschuss auf die gehe. Die sind. Da wird mir keine Nummer angezeigt, das ist natürlich frech, aber einen habe ich jetzt down. Und den nächsten habe ich auch down. Hab nochmal so eine Axt gefunden, das scheint aber die eine schwächere zu sein. Rotten Tickler. Komm her. Ist auch down. Oh Gott, ist das hier doch riesig! Ich brauche eine Weile, bis ich da bin. Ich muss mir jetzt durchhoffen, weil sie Viecher prügeln. Oh, ich kann hier die Grabsteine plündern. Pile of Books. Und Geld. Also, hier kann man hier ein paar der Fackeln klauen. Da ist leider nichts drin. Waffenständer. Das sieht ja geil aus. Ich habe hinterher schon wieder ein volles Inventar, weil ich dieses ganze Dekokram mitnehme. Ja, deswegen haben wir auch zwei Beutel. Ja, wobei mein zweiter Beutel halt auch schon sowieso schon fast voll ist. So, Leben ist wieder voll. Kommt ihr hier hoch? Nein. Gut. Also diese Plattformen sind echt eine gute Strategie. Aber leider sieht man bei denen keine Stufe. Nur, dass ich ihnen Schaden mache. Und dass sie teilweise unterschiedlich aussehen und verschiedene Schwertfarben haben. Vielleicht kriege ich auch eine coole Waffe. Meine Freundin hat gerade einen Anfall, weil eine Mücke auf sie losgeht. Entspann dich, Schatz, alles wird gut. Du musst dich nicht komplett unter der Decke verkriechen. So, wo bist du denn hier? Die war hier heute schon. Ich bin nach rechts runter.
Gott, hier ist ein stärkeres Viech, aber gleich habe ich ihn alle down. Yay, ich hier unten sind Kreissägen, was ist das? Das kann ich dir nicht sagen. Ein Sarkophag mit 16 Slots. Da bist du. Du bist da rumgegangen, okay? Der Sarkophag lässt übrigens, können übrigens Dinge drin sein. Solltest du also auch abbauen und mitnehmen. Du bist links rum. No, da sind Kreissägen. Oh ja, ich seh's. Dann lass Warte, uns. Ich will den Adler mitnehmen. Mach das. Oh, hier kommt noch was. Hier greift mich wieder einer an. Sind noch zwei oder drei. Nee. Nicht mal plündern kann man in Ruhe. Nee, nicht, wenn ich dir schon dabei bin. Vorsicht, wenn du da hier hochkommst, die sind minus stark. Na, hier ist noch eine Adler. Knochen und Dinge. Und große Statuen. Und noch mehr Bücher und Gold. Und da hinten sind auch noch Gegner. Und bei den. Ah, die Kreissägen sind scheinbar nur Fallen. Wo die Monster auch netterweise runterspringen. Oh, ich muss mal was essen. Moin, beide zu. Ich muss sagen, das ist ein geiler Dungeon, also der Planet hat sich doch gelohnt. So, ich baue eine Brücke drüber. Achtung, da kommt noch einer. Und der sieht mächtig aus. Der hat wieder Dinge fallen lassen und hat dann ein Schwert. Da ist noch mehr. Ah, gut, dass wir den Bogen haben. Der ist echt super mächtig. Ziemlich praktisch. Okay, hier scheint langsam halbwegs ein Ende zu sein erstmal. Ich muss mal schauen, was ich jetzt alles eingesammelt habe. Crappy Two-Handed Sword, aha. Eine schlechte Axt. Du hast doch auch diese ganzen Deko-Sachen. Dann gebe ich die alle mal dir. Dann sammelt nur einer von uns die ein. Dann belegen die nicht bei beiden Platz. So, also Knochen. Zweihandäxte, die allesamt irgendwie nicht so geil sind. Entweder machen sie Schaden oder sie sind unheimlich langsam. Aber das war's dann auch schon wieder. Na, hier drüben geht's weiter. Ja, ich will noch schauen, ob hier in dem Ding noch was drin ist. Es sieht aus, als wäre hier ein zweiter Eingang. Das heißt, da oben könnte... ich habe meine Fackel aufgebraucht. Ich muss ja immer hier machen. Die hast du mir zugeworfen. Ach, ich hält. Naja, egal, jetzt habe ich nicht mehr. Sagen, hier sind nämlich auch noch welche von oben. Lass uns die erst ausräumen, damit wir dann sicher nach links und rechts können. Gut ausgewichen. Oh, da kommt noch einer. Ah, das sind Fliegeviecher, Mann. Und dieser Mangel an Licht. Das sind schon wieder Kreissägen? Oh Gott, wie das hier aussieht, ey. Achtung. Vorsicht vor dem Skorpion, der hat dich getroffen. Bandage nehmen und zurückrennen. Aua. Zurückrennen. Los, zurück.
Oh Mann. Ja, bei mir leckt das ein bisschen, also ich hänge quasi eine halbe Sekunde nach. Wir haben übrigens für den ersten Part jetzt schon mal genug. Das heißt, ich werde jetzt mal einen Cut machen, wir machen wahrscheinlich gleich direkt weiter. Ja, dann sehen wir uns zu Indiana Jones und die Pflanze wieder. Also, bis morgen, Leute. Macht's gut.